Der spanische Fußballprofi Xavi Poves hat seinen Beruf überraschend an den Nagel gehängt. Grund: Er kommt nicht mehr mit Korruption und Geldgier klar, meldet dpa. Der vielversprechende Nachwuchsstar beim spanischen Erstligisten Sporting de Gijón sagte, Fußball sei eine Metapher für die derzeitige Welt. Alles beruhe auf einer großen Täuschung. Poves will nun ein neues Leben beginnen. Statt Fußball zu spielen, will er lesen. Er misstraut den Medien und den Mächtigen in Politik und Wirtschaft. Fußball solle nur die Menschen von der Realität ablenken, sagte Poves. Er sei von den meisten Fußballprofis enttäuscht. Fast keiner interessiere sich für seine Umgebung. Doch sei es nicht ihre Schuld, sondern die des Bildungssystems. Der Fußballstar wörtlich: Wir müssen tausende Stunden arbeiten, um zu essen, und unsere Politiker belügen uns. Ist das die Zukunft, die uns versprochen wurde? Wenn ja, dann will ich sie nicht. Bei seinem ehemaligen Verein wollte man den Rücktritt Poves nicht weiter kommentieren. Er sei schon immer etwas komisch gewesen, sagte ein Funktionär. Soweit die COP-Nachrichten.